Würdest du gerne wissen, mit welchem Bild man in Solo-Queue besser zurechtkommt, dann bist du in diesem Video hier genau richtig. Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Solltest du nur an dem Bild interessiert sein, kannst du gerne zu diesem Timestamp skippen, dann wirst du allerdings die ganzen wichtigen Informationen und Hinweise über dieses Bild verpassen. Also bleib dran, wenn du mehr sehen möchtest. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass es mehr als so ein gutes Solo-Queue-Bild gibt, aber dennoch würde ich euch gerne meinen Favoriten vorstellen. Schreib doch gerne mal dein Lieblingsbild in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Wie auch immer, mein Solo-Queue-Bild besteht aus Overzealous, Inner Strength, Low Profile und Unbreakable. Solltest du vom Killer geslagt werden, bist du dazu in der Lage, dich mit Unbreakable selber wieder aufzuraffen. Low Profile ermöglicht es dir, sollte alles schiefgehen, vom Killer unentdeckt zu bleiben. Blutspuren, Scratch Marks und Grunts of Pain werden für ganze 90 Sekunden vom Killer versteckt, ab dem Zeitpunkt, wo du der letzte stehende Survivor bist. Solltest du mit Inner Strength ein Totem zerstören, gewährt dir der Perk die Fähigkeit, innerhalb von 8 Sekunden dich in einem Locker zu heilen. Ebenso durch das Zerstören eines Totems wird Overzealous aktiviert, was dir einen 8%igen Repair-Bonus an einem Generator verleiht. Dieser verschwindet allerdings wieder, solltest du vom Killer das nächste Mal verletzt werden. Ich würde sagen, wir starten direkt schon in das erste Match, kommt auch gerne in meinen Discord-Server, Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mehr DBD-Content sehen möchtest, unten ist eine Playlist verlinkt, da kannst du ja gerne mal reinschauen, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wreckers Yard, okay, und der Killer ist nicht neu, denn wir sehen an diesem Charm, dass der Killer mindestens seit 2 Jahren spielt, denn dieses Charm ist 2 Jahre alt. Gut, hi Ada, wir machen mal hier einen Generator mit unserer Toolbox, die ich einfach mal mitgebracht habe, weil, naja, why not? Ist auch eine gelbe, weil, ganz ehrlich, jeder kann sich eine gelbe Toolbox leisten. Und dann, sobald wir diesen Generator hoffentlich gefinished haben, sollten wir auch direkt mal schauen, ob wir in der Nähe ein Totem haben, um Inner Strength und Overzealous aktivieren zu können. Da wurde auch schon der erste Survivor gehittet und wir haben keinen Indikator, welcher Killer es ist. Könnte also im schlimmsten Fall ein Leatherface sein. Hoffe ich jetzt aber mal nicht. Wir hoffen mal auf das Beste, keine Ahnung. Auf eine Spirit. Ja, nein, danke. Das habe ich mir eigentlich nicht erhofft, aber... Nein, nimm die Ada! Nein, 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 nimm die Ada, nicht mich. Fuck, Slappy Butcher. Okay. Natürlich müssen wir der erste Survivor sein, der gehittet wird. Natürlich. Oh, die hat Headphones. Oh, was ein Lunge. Heilige Scheiße. Wow, well played. Okay. Gut, die Ada ist hier wieder am Generator. Ja, sehr gut. Pain Res. Und sie hat Pain Resonance. Alles klar. Warum sollte sie auch nicht? Wow, ziemlich sweaty heute. Gut, da vorne heilt sich der... Der Dwight. Ist mir kurz der Name entfallen. Und die Jill, die arbeitet an einem Generator, wenn ich es richtig erkenne. Ja, ist kein Totem, ist ein Generator. Die Spirit ist immer noch hier in der Nähe. Da vorne, ja. Nice, der erste Generator ist fertig. Awesome. So, Dwight, pass auf. Ja, ich glaube, du kannst mich abhaken. Aber ich glaube auch, dass wir hier direkt weg sollten. Bin ich ehrlich. Haben wir in der Nähe vielleicht ein Totem? Und diese Strukturen hier spawnt normalerweise eins. Vielleicht hier oder so? Wäre ja schon ziemlich schön. Könnte ich direkt mal irgendwie das Bild hier austesten. Gut, ich weiß, wo normalerweise Totems zu 100% spawnen und das ist meistens so in Teils wie diesen hier. Hier ist tatsächlich aber keins. Haben wir vorne eins? Bitte. Wow, doch, da vorne wollte ich gerade sagen. Nirgendwo sind Totems. Habe eins gefunden. Sehr gut. Ich schaue mal, dass wir direkt einen Generator finden, aber vorerst würde ich mich gerne heilen, denn ich würde ungern hier verletzt rumlaufen. Nächster Generator ist fertig, wir haben noch nicht viel gemacht, es tut mir so leid. Aber gleich werden wir alles machen können, was wir wollen mit diesem Perk-Bild, ich sag's euch. Nächstes Survivor wurde gedownt, gut. Hier vorne haben wir einen Generator, dann gehen wir mal daran arbeiten, würde ich sagen. Pain Resonance vielleicht abwarten, obwohl... Nee, der Generator da vorne wird vorher getroffen werden. Und jetzt seht ihr auch, durch Overzealous haben wir einen, ja, 8%igen Repair-Bonus. Und gut, da vorne, wo ich festgehakt wurde, wurde... Der andere Survivor festgehakt. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier am Generator. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Spirit erst zu dem da vorne gehen wird, wo die Jill gearbeitet hat, glaube ich. Ich glaube, es war die Jill, die ich da gesehen habe. Oh, natürlich. Oh, womit habe ich das verdient? Oh mein Gott. Wow, das war der krasseste Gamble, den ich seit Jahren wirklich in DBD hatte. Holy shit, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ah, die hat aber damit gerechnet, dass ich nochmal zurückwarten würde. Gut.
Wir haben hier ein Glück, die Shack. Bedeutet, wir können hier hoffentlich das eine oder andere Mal drumrum loopen. Das war eine sehr schlechte Palette. Ich habe sie ermordet. Kaltherzig, wie ich bin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wollte. Scheiße. Da konnte ich sie bambuseln mit meinen Sounds, aber hier kann ich leider nichts machen. Die Z-Wall, let's go. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Z-Wall Looping. Oh fuck, jetzt hat sie mich. Egal. Ja gut, das war ein ganz okayer Chase. Hoffentlich können die einen Generator machen, bevor irgendwie ich festgehakt werde. Leute, geht weg, bitte. Jetzt. Ja, nee. Doch, hat sie gemacht. Gut. Ich wollte sagen, irgendein Survivor wird immer am Generator bleiben, obwohl Pain Resonance da ist, aber nee. Sie ist in der letzten Millisekunde noch weggegangen. Die Jill kann probieren zu anhocken, aber ich glaube, dass es ein Exchange wird. Oder sie wird tunneln, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ich würde gerne wieder zu meinem Generator gehen. Klar, wir haben jetzt leider nicht den Vorteil durch... Danke. Dann, ist dieser Generator wohl auch schon fertig? Wir haben jetzt nicht den Vorteil durch Overzealous, wollte ich sagen, aber je nachdem, ob wir nochmal einen Totem finden, was ich irgendwie bezweifle, weil, naja, wir sind vier Survivor und die anderen haben wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Totem gemacht. Fuck. Oh Gott, wird sie mich tunneln? Na, ich hoffe einfach mal, sie geht für die Ada. Der Dwight muss für den Unhook gehen. Ja, hat er gemacht. Ich geh hier durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, sie verfolgt mich. Dachte ich mir schon. Wow. Wow. Okay. Gehe ich hier lang. Sie muss warten. Ja. Weil sie hat ihr Phasing noch nicht wieder. Sie ist gewoltet. Hier hätten wir eine Palette. Bitte geh für die Ada. Dude, ich bin dead on hook. Bitte. Ada. Bodyblock. Bitte. Danke. Okay, sie ist weggegangen. Sie hat wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Generator gehört. Bitte heil mich. Oh, sie muss menden. Ja, okay. Nevermind. Oh, die spielt sehr oppressive. Die spielt sehr oppressive. Ich glaube, die hat Mother-Daughter-Ring, oder? Anders kann ich mir einfach nicht erklären. Die ist schon wieder hier. Die muss... Oh Gott, I'm so sorry, Ada. Es tut mir so unglaublich leid. Die muss ja irgendwas haben, oder? Also mein Guess ist, dass sie Mother-Daughter-Ring und irgendwie Barbecue und Chili oder so hat. Vielleicht Lethal Pursuit, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie sowas in die Richtung. Haben wir ein Totem, bitte? Nein, haben wir nicht. Ja, wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass die Totems alle schon gemacht wurden. Ne, hier haben wir eins. Wahrscheinlich so eines der letzten. Ich muss mich heilen. Ich kann jetzt nicht von den Unhook gehen. Oder mich einfach ganz in Ruhe an den Generator setzen. Ich bin leider dead on hook. Ja, aber die Spirit ist direkt wieder am Haken. Die geht keine 3 Meter vom Haken weg. Bisschen nervig, aber okay. Kann sie halt sehr gut machen. Die Map ist nicht groß. Gut, dann arbeite ich mal hier ran, würde ich sagen. 8% Speed Bonus, let's go. Oh wow, sie hat Surge. Ich bin genau in der Sekunde vom Generator weggegangen, wo Surge getriggert ist. Warum hat die Surge? What? Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Aber sie weiß nicht, dass ich hier bin. Sie weiß tatsächlich nicht, dass ich hier bin. Okay. Ich werde eben tappen. Und dann direkt wieder zum Unlock gehen. Lass mich dich heilen, wenn es geht. Nee, willst nicht? Okay, dann halt Generator. Oh, prove yourself. Nice. Bedeutet, wir haben jetzt... Was für ein Speedboost? Ich glaube, 23% schneller, oder? Ja. Wow. Also ja, wie gesagt, wenn einer... Das war Surge. Wenn einer der Survivor irgendwie noch zusätzlich Prove Yourself dabei hat, dann ist das echt ein sehr krasser Bonus. Wir sollten aber... Hey, geh weg. Oh, super. Nevermind. Ich kann probieren zu Bodyblocken für sie. Sie ist auch dead on hook. Und natürlich wird die Spirit wahrscheinlich direkt wieder in unsere Richtung gehen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass sie kein Barbecue und Chili hat, oder? Das wirkt halt echt so. Ja, okay, halt ich. Ja, nee, okay. Dann halt nicht. Dann mache ich das doch gerne. Und irgendwie habe ich auch die Vermutung, dass sie Anders' Calling hat. Ich weiß nicht warum, aber Nurse's Calling ist irgendwie... Es fühlt sich irgendwie so an. I don't know. Come on. Bevor sie die Richtung wechselt. Danke. Okay, lass hier hingehen. Sie macht die Kiste. Okay.
Es tut mir so leid, Dwight, aber du warst noch nicht am Haken. Ich kann keinen Hit für dich tanken. Das wäre halt wirklich dumm. Okay. Meine Zeit, meine Chance. Crashen wir den Generator durch, würde ich sagen. Wir müssen, glaube ich, sogar. Ansonsten, wir haben einen Survivor tot. Da vorne ist die Jill. Ja, der hält sie ziemlich gut hin, aber ich habe die Vermutung, dass es nicht genug sein wird. Ja, genau. Deswegen, das meinte ich. Aber danke, Dwight. Das war ein langer Chase. Die wird hier haken. Ja, dachte ich mir schon. So, ich gehe mal eben hier lang. Vielleicht sieht sie mich ja nicht. Sie kickt dagegen. Nice. Und sie teleportiert weg. Oder? Ich glaube schon. Ja, sie ist weg. Okay. Ein Generator? Ja, gut. Sehr effiziente Bienchen hier. Und alle direkt einen Generator anstatt zu heilen. Gefällt mir. So, mit den 8% wird es jetzt hoffentlich auch mal was. Ja, die Jill ist tot. Schade, Jill. Come on. Bevor ein Painrest kommt. Come on, come on, come on. Wow. Okay, den Generator hätten wir nicht machen können ohne Overzealous. Das muss man halt wirklich einfach mal so sagen. Wir hätten den Generator nicht so schnell vor einem Painrest machen können ohne Overzealous. Also, das ist halt echt schon eine Ansage. Da hat mir der Perk wirklich sehr gut geholfen. Gut, den Generator würde ich gerne tappen, aber da traue ich mich gerade nicht ran. Wegen der Spirit. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Gut. Haben wir da vorne, ja, ein Fenster. Hier wäre noch ein Totem gewesen. Dann einmal drehen. Scheiße. Oh, das wäre fast ein Spin gewesen. Aber okay, da war sie ein bisschen smarter. Die Palette habe ich vorhin gedroppt. Come on, come on, come on. Wollte. Scheiße. Sie hat mich gelesen wie im Buch. Sie hat mich gelesen wie im Buch. Oh. Okay, unbreakable value? Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Na, ich glaube, sie wollte einfach nur den Generator treten und geht jetzt wieder zurück. Der Dwight versteckt sich im Locker, würde ich genauso machen. Come on, come on, come on. Nein! Oh, fuck. Okay, ja, touché. Sie wollte mich. Nein, fuck you. Als ob die jetzt slagt. Ah, okay, sie bricht die Palette. Nein, sie möchte wirklich slagen. Bitte nicht. Oh Gott, das ist so boring. Bitte. Oh, ja. Spirit-Spieler in a nutshell. Right. Ich wurde vom Dwight nochmal aufgehoben. Und sie ist gerade hinterm Dwight her. Bedeutet, es kann sein, dass wir gleich die Möglichkeit haben werden, vielleicht sogar noch zu entkommen. Wer weiß. Vielleicht wird sie ihn festhaken und der Dwight wird sich am Haken töten. Das wäre natürlich der Idealfall, weil dementsprechend könnten wir Low Profile mal vorzeigen. Da vorne. Die Chasen da vorne, okay. Haben wir zufälligerweise ein Medkit? Gebraucht ist, ja wow. Danke. Danke, Entitus. Das wollte ich, das habe ich mir schon immer gewünscht. Da vorne war, glaube ich, ein Totem irgendwo, oder? Ja, ich meine, okay, da können wir nicht hin. Gut, Low Profile aktiviert. Wird sie ihn festhaken? Sie hakt ihn fest. Okay, wow. Wir sollten trotzdem in den Locker gehen, weil Low. Nevermind. Low Profile verhindert nicht, dass man irgendwie die Aura zum Killer versteckt. Der Dwight hat sich tatsächlich am Haken getötet. Bedeutet, wir sollten jetzt dazu in der Lage sein, möglicherweise mit etwas Glück die Hatch zu finden. Vielleicht finden wir sie ja wirklich. Das wäre so cool. Come on. Oh mein Gott, ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört. Da ist die Hatch. No way. No fucking way. Okay, wir sind doch noch entkommen. Wow. Da hat sich das Blatt nochmal gewendet. Also, ich würde definitiv sagen, dass unsere Perks uns in diesem, ja, in diesem Match geholfen haben. GG, well played. Ich würde sagen, wir gehen direkt schon in die nächste Runde. Bis gleich. So, wir sind also auf Eerie of Crows gelandet, der besten Survivor-Map, die es in DBD gibt. Das freut mich natürlich. Ihr könntet euch theoretisch, wenn ihr in Solo-Queue besser auskommen möchtet, natürlich auch auf Maps senden. Die Gefahr dabei besteht allerdings, dass der Killer dann wirklich gar keine Gnade haben wird und jeden Survivor, den er sehen wird, wahrscheinlich tunneln und schlagen wird. Wahrscheinlich auch campen. Dementsprechend, ich würde es einfach mal nicht riskieren und vielleicht kein Map-Offering mitbringen. Oh, ein Rave, okay. Ich benutze mal eben meine Toolbox. Und stattdessen einfach hoffen, dass er auf eine gute Map landet, weil die meisten Maps sind eh besser für die Survivor. Muss man halt auch einfach mal so sagen, okay, da vorne wurde der erste Survivor schon gedownt. Ich weiß leider nicht, welcher Survivor das war. Ich glaube, eine
Sarina, so hat sich zumindest angehört. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, mit wem wir hier zusammenspielen. So, der erste Generator ist fertig. Bedeutet, einen potenziellen Pain Resonance Haken haben wir avoided. Dann gehe ich mal eben hier zu der Yunjun Lee. Und sie hat Boothless Health dabei. Nice. Wir können gleich auch mal schauen, dass wir direkt einen Totem finden. Oh Gott. Bing Bong, Bing Bong. Oh, der hat Palette Breaking Addons. Oh, der hat nicht nur Palette Breaking Addons, sondern wahrscheinlich auch Brutal Strength dabei. Ich scheiße. Okay. Habe ich darauf vorbereitet, die Palette zu droppen, aber der ist gar nicht für mich gegangen. Die Sarina wurde geanhockt und geheilt. Und die sind jetzt hier am Generator. Geh weg, Nancy, bitte. Oh oh. Ja, vielleicht sollte ich die Seite wechseln. Vielleicht sollte ich nach da vorne gehen oder so. Da wird höchstwahrscheinlich auch die Sarina sein. Vielleicht sogar da vorne am Generator, wer weiß. Oder, you know what? Ich suche einen Totem. Wenn er nicht zu mir kommt. Aber es sieht nicht so aus. Oh mein Gott. Okay, das war, glaube ich, Eruption, oder? Ja, das war Eruption. Okay, ich glaube, Yunjin kann jetzt für die nächsten 20 Sekunden nicht mal im Generator arbeiten. Heilige Scheiße, sind hier gar keine Totems auf der Map. What? Oh mein Gott, was? Okay, ich habe das schlimmste RNG, was man, glaube ich, haben kann. Oder ich bin einfach blind. Und blöd. Wahrscheinlich beides. Ja, ich finde nichts, ich gehe für den Unhook. Die Sarina ist leider schon der Unhook. Nein, nicht töten. Dude, okay, er campt. Komm runter. Die hat einen Skillcheck verkackt. Die wollte sich töten lassen. Mann, ey. Und natürlich ist er direkt hier. Da habe ich probiert, ihn zu spinnen, aber hat leider nicht funktioniert. Habe ich hier irgendwas, was ich zur Verteidigung nutzen kann? Ja, eine Palette. Hm. Oh, scheiße. Ich habe verkackt. Nein! Hier war ein Totem. Okay. Wow. Das war ja mal gar nichts. Oh mein Gott, scheiße. Und natürlich campt er. Was auch sonst. Vielleicht kannst du mich heilen. Danke. Das heißt, das einzige Problem, da kann man nicht wirklich was machen. Man könnte Deliverance mitbringen, um das zu verhindern. Aber wenn der Killer campt, dann wird er dich eh wieder direkt down nach 10 Sekunden. Der wird nämlich auch dementsprechend das Basket BT abwarten. Das macht ihn leider gar nichts aus. Und man muss es halt auch so sagen, so gut wie off the record sein mag, wenn der Killer dich tunneln möchte, dann tunnelt er dich. Den würde es nicht interessieren, ob er dich noch einmal mehr hitten muss oder nicht. Klar, off the record ist ein guter Perk, aber manchmal ein bisschen überschätzt, habe ich das Gefühl. Natürlich, er gibt den dritten Health State und so, bliblablub. Aber um irgendwie aus dem Match zu entkommen, naja. Da hilft der Perk jetzt nicht so viel. Der hilft dir vielleicht, um ein paar mehr Chases zu bekommen, ja. Ein paar mehr Embleme vielleicht, weil du einen längeren Chase hast, länger durchhältst und so. Aber, oh fucking. Overcharge. Aber, wenn du das Ziel hast, aus dem Match zu entkommen, würde ich dir vielleicht eher etwas empfehlen, wie das, was ich gerade verwende. Halt Perks, die mehr auf dich ausgelegt sind, mehr auf eine Einzelperson als wirklich auf das Team. Einfach aus dem Grund, dass dir halt im Endeffekt mehr bringen könnte. Kindred ist auch ein Perk, der dir helfen kann, wie die Nancy gerade dabei hat. Kindred ist ein Perk, den du alternativ mitnehmen kannst zu entweder Overzealous oder Inner Strength. Je nachdem, ob du halt ein Medkit noch mitbringen möchtest, könntest du dann dementsprechend Kindred mitbringen. Dann wissen nämlich die Survivor, wo du bist. Dann wissen die Survivor, wo sie generell alle sind, falls auch andere Solo-Queue-Survivor in dem Match sind. Und sie wissen, ob der Killer in der Nähe ist, vom Haken. Dementsprechend wissen die, ob die zum Unhook gehen können oder ob der Killer facecampt. Das ist sehr, sehr hilfreich. So, da vorne haben wir den Generator und wir müssen dort einen Generator haben und da. Bedeutet, wenn ich den Generator hier mache mit Overzealous, dann sollten wir hoffentlich keinen Freegen haben. Aufpassen, dass wir kein Painrest abbekommen. Ich probiere darauf zu achten. Okay, jetzt. Das war kein Painrest. Okay, sehr gut. Sie ist tot. Oh Mann. Gut, machen wir den Generator schnell fertig. Oh, was er das hat wirklich unglaublich gut geholfen. Also der Generator wäre nicht ansatzweise so schnell fertig gewesen. Oh ja, der Killer ist auch direkt hier.
als wenn ich beispielsweise jetzt kein Overzealous dabei gehabt hätte. Sie hat ihn gestunt. Nice, get fucked. Gut, ich geh mal dahin zum Generator. Da habe ich wahrscheinlich gerade die meiste Ruhe. Wo war der? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, hier. Okay. Ja, dann setze ich mich da eben dran. Der Killer hat kurz überlegt, ob er mich chasen soll, hat es aber dann doch nicht gemacht und ist für die Hyunjin Lee gegangen. Oh nein, ich hab's gejinxed. Warum ist die Palette hier weg? Das war doch sicher die... Die Sarina. Die wurde ja die ganze Zeit gechased. Oh mein Gott, hier ist ja gar nichts. Nein! Scheiße. Ja, ich bin sehr schlecht im Spin. Ich bin da nicht gut drin, tut mir leid. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist mein erstes Match heute. Denn, was ihr nicht wisst, ich habe zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme einen Tag Pause gemacht, einfach um mich so ein bisschen zu erholen. Ist leider aktuell ein bisschen anstrengend alles mit Videos aufnehmen und ja, privater Stress einfach. Das ist halt ein bisschen anstrengend, deswegen mache ich hin und wieder Pausen. Aber ja, das erklärt zumindest so ein bisschen, oh, warum lässt du mich nicht da durchspringen? Aber okay, geht eh nicht für mich. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum ich ein bisschen, ja, weird spiele. Das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, dass ich schon seit über einem Tag nicht mehr gespielt habe. Dementsprechend muss ich auch gerade so ein bisschen wieder reinkommen. Das, ja, ist mir hoffentlich verziehen. So, dann haben wir nochmal eben Overzealous reloaded. Zwar kein Inner Strength, weil wir es schon haben, aber okay. Dann, ja, die 8% mit obendrauf halt nochmal Proof Yourself ist halt schon sehr, sehr lecker und schmackhaft, wie man sehen kann. Come on, come on, come on. Zumindest irgendwie auf 80% bringen. Come on. Schneller. Oh, warum hat sie nicht durchgezogen? Warum hat die sich am Haken sterben lassen? Oh mein Gott. Leute, was ist denn jetzt los? Habt ihr noch nie gegen einen Wraith in eurem Leben gespielt? Ist ja schrecklich. Und ich laufe, by the way, wieder in der Dead Zone. Aber meint, ich kann mich hier heilen. Dann mache ich das mal eben. Scheiße. Er wusste, dass ich hier bin. What? Oh mein Gott, no. Okay, egal. Leute, das Match, das ist eh schon vorbei gewesen. Hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Er wusste, glaube ich, dass ich da bin. Wegen den Blutspuren. Oh mein Gott, ich habe so scheiße gespielt. Das ist so peinlich. Egal. Eine Runde mache ich noch. Wir gehen in die nächste Runde. Da wird es hoffentlich besser. Bis gleich. Neue Runde, neues Glück. Bad in Preschool 5. So lobe ich es mir doch. Wir sind auf einer sehr, sehr guten Survivor-Map, würde ich mal behaupten. Haben tatsächlich relativ Glück. Ich nehme das tatsächlich gerade direkt nach der... Ja, Eerie of Crows. Da ist mir kurz der Name der Map entfallen. Eerie of Crows Aufnahme auf. Hier haben wir auch direkt schon ein Totem. Nice. Und Corrupt Intervention. Ich habe ein Offering mitgebracht, wo wir soweit wie möglich vom Killer entfernt spawnen. Und wir haben gehört, es ist Nemesis, beziehungsweise wir sehen es auch im HUD. Ja, I know, aber da habe ich nicht drauf geguckt. Tut mir leid. Gut, da vorne ist die Tür zu. Oh, fuck. Wir sollten mal schauen, dass wir einen anderen Survivor finden, möglicherweise. Die Generatoren hier müssten alle, ja, corrupted sein. Da vorne, oh, das ist ein Zombie und kein Survivor. Natürlich hat er mich gesehen. Die Detection Range von denen ist manchmal so random. Entweder sehen die einen von 3 Kilometer Entfernung oder die sehen einen gar nicht, obwohl du 2 Meter neben denen stehst. Ist hier zufälligerweise... Nein. Kein Generator, an dem ich arbeiten kann. Geh weg, Lisa. Niemand mag dich. Du hast keine Freunde. Red sie nicht ein. Okay, komm. Hier muss jetzt aber ein Generator sein. Hier ist tatsächlich niemand. Nice. Und der erste Generator ist fertig. Als ob der auch corrupted ist. Ey. Das kann doch nicht sein. Jetzt fühle ich mich aber verarscht hier. 5 Generatoren sind aber corrupted. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich ein Brand New Part mitgebracht mit einer sehr guten Toolbox, weil ich mir dachte, okay, nach dem letzten sehr, sehr schlechten Match mit dem Wraith, nimmst du einfach mal was Starkes mit, halt irgendwas, was zwischendurch auch mal so ein Survivor-Man mitbringen würde. Dementsprechend, ja, habe ich das einfach mal getan. Hoffentlich hat er keinen Tinkerer, das wäre natürlich ziemlich belastend, oder wenn jetzt ein Zombie einfach hier am Haken spawnen würde, weil er den kaputt macht. Oh, er hat Tinkerer. Natürlich hat er Tinkerer, warum sollte er auch keinen Tinkerer haben? Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan, Spiel? Habe ich hier zufälligerweise irgendwie eine Palette? Oh Gott, oh fuck, die Legs. Jesus Christ.
Hier kann ich ein Glück warten, er wird mich zwar whippen, aber... Nee, wird er nicht. Okay, never mind. Dann wird das aber hier machen müssen, weil der ist noch kein Tier 2. Okay, er rennt einfach durch wie Terminator. Hey, na Leute, könnt ihr mal bitte... Ja, danke. Ich muss abschmieren bei euch. Oh, oh. Oh, oh. Er ist immer noch hinter mir. Ist er noch hinter mir? Hilfe? Ich bin sicher hier. Ja, nein, er ist nicht mal hinter mir. Ich kann abhauen. Bye, Leute. Obwohl, warte mal. Ich kann mich hier in den Locker setzen und mich eben heilen. Ja, ich könnte probieren, zu dem Generator zurückzugehen, an dem ich war. Weil der Generator ist ziemlich weit und da vorne der Generator, an dem ich war, der war ja auch bei 80%. Und soweit ich das mitbekommen habe, dürfte der jetzt eigentlich nicht regressen, weil der hat da nicht gegengetreten, der hatte auch keinen Surge, weil er keinen Down bekommen hat. Der Generator ist auch fast fertig. Ja, sieht gerade nicht ganz so gut aus, er hat Deadlock. Okay. Oh mein Gott, der Generator ist genau dann fertig geworden, als Deadlock, noch eine Millisekunde hier den Generator geschützt hat. Das ist natürlich ärgerlich. Wow, also... Ich möchte ja nicht sagen, aber das ist nicht mal Gen Rush. Und es lag ganz sicher nicht an meiner Toolbox. Vielleicht nur so minimal, aber... Wir haben hier eigentlich nur an diesem einen Generator gearbeitet. Ja, der chased da hinten die ganze Zeit. Ich schau mal eben, ob ich da irgendwie hinkomme an den Generator. Wäre natürlich schön, aber... Irgendwie bezweifle ich es. Na, schaffe ich nicht. Kann man eben schauen, vielleicht sieht er mich ja nicht. Er tritt dagegen. Hat er mich gesehen? Er hat Pop Goes Weasel. Könnte Pop Goes Weasel gewesen sein oder Call of Brian. Ja, wir sollten den Generator wirklich mal eben fertig machen. Der Adam, der hält ihn gerade so ein bisschen hin. Und der Nemesis merkt witzigerweise nicht, dass wir hier zu zweit an dem Generator arbeiten. Eigentlich müsste es ja unglaublich laut sein. Hier wären die 8% von Overzealous jetzt wirklich hilfreich gewesen. Aber nun gut, das ist halt auch so der Nachteil. Man kann halt nicht alles haben. Man hat halt nicht immer Zeit, um sich um mehrere Dinge gleichzeitig zu kümmern. Man kann halt nicht Totems suchen, sich um Generatoren kümmern, aufpassen, dass man selber nicht stirbt, andere Leute heilen, also altruistisch sein, abhaken. Das geht halt leider nur sehr schwierig. Okay, er hat No Way Out. Dann hole ich mir mal eben ein Totem, einfach nur, damit ich mich heilen kann für den Fall der Fälle. Und er hat nur ein Survivor festgehakt. Bedeutet, No Way Out müsste eigentlich gleich weg sein. Oh, der Killer. Oh mein Gott. Der Killer hat das Gate geöffnet, weil er merkt, dass er keine Chance hat. Und jetzt gibt er auf. Ja, das war ein sehr, sehr böses Match. Oh mein Gott. Fuck. Ich möchte mich eigentlich töten für ihn. Aber, ja... In diesem Video geht es halt darum, wie man in Solo-Queue entkommt und ich nehme an, ja, dass das hier eines dieser Beispiele ist, wie man das am besten machen kann, und zwar Gen Rushen. Nun gut, wie auch immer, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und über einen Kommentar freuen. Lasst mir gerne etwas Feedback da, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Kommt gerne in meinen Discord-Server und folgt mir auf TikTok. Dann klick gerne auf das nächste Video. Wenn dir dieses gefallen hat, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.